Ahoi, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder reinschaut bei Forever Skies. Wir haben ja jetzt den Gegenstandsdrucker und ich habe mir überlegt, dass wir doch mal versuchen, hier den Deck-Extractor mit Filter zu bauen, weil man damit eben... Okay, man kann automatisch extrahierte Ressourcen filtern, also den würde ich mal ganz gerne ausprobieren. Und ich habe gerade schon den automatischen Deck-Extractor eingesammelt. Kristalle haben wir schon im Inventar. Wir brauchen jetzt einfach nur noch zwei Polymer, um den bauen zu können. Und dann basteln wir uns den mal und checken mal, was man mit dem, was der dann genau anstellt. Und ich habe auch schon gesehen, dass man, wenn man jetzt die Motoren baut, die verbesserten, dass die dann, glaube ich, auch gewichtsreduziert sind. Was natürlich auch ganz geil ist, denn mit 1,4, wir haben noch ein bisschen Luft, aber natürlich kratzen wir schon so ein bisschen wieder an den 1800. Und wir wollen ja auch noch ein bisschen weiter bauen. Von da an würde das eigentlich auch Sinn machen, wenn wir die neuen Motoren herstellen. Wir schauen uns die gleich nochmal an, wenn der hier den Extractor fertig gebaut hat. Ich hoffe, ihr habt auch ein leckeres heißes Getränk oder einen Kaffee. Wenn nicht, dann holt euch den schnell. Ihr könnt ja Pause machen. Und... Printing completed. Cool, da ist er. Nice. Dann stellen wir den noch einmal hier so... so hässlich wie der andere hier stand auf diese Ecke. Aber die Position... war in der Hinsicht ganz gut, weil hier ordentlich Material vorbeifliegt. Okay, ah, und hier kann man... Ach, geil. Okay, hier kann man sich die Mats auswählen, die man haben möchte. Ja, Glas fliegt jetzt natürlich so gesehen nicht vorbei, aber das kann man machen, wenn man so automatisch rumfliegt. Also wenn man rumfliegt und dann irgendwo vorbeifliegt an der Station oder sowas, dann sammelt er das dann automatisch ein. Liebe Entwickler, könnt ihr hier noch irgendwelche schwebenden Gasböbel reinbauen? Wir brauchen noch mehr Glas zum Bauen. Das wäre echt ganz geil. Also wir haben synthetische Materialien, Metall, Glas, Kupfer. That's it. Ich würde jetzt einfach mal... Ich komme da gar nicht mehr hin. Naja, aber ich komme... Also ich kann nicht rumgehen, aber ich kann von hier noch ran. So, wir brauchen wieder eine Festkörperbatterie. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe eine im Inventar. Okay, und jetzt arbeitet der wieder schön vor sich hin. Und hier füllt er sich schon. Ich meine, das Ding könnten wir eigentlich auch nochmal umschalten auf synthetische, weil man davon einfach mehr braucht, ne? Cool, also das Ding gefällt mir. Das ist echt nice. So, und dann schauen wir nochmal nach den... Also hier haben wir zum Beispiel die verbesserte Turbine und hier steht auch eine leichtere Ausführung. Okay, dafür bräuchten wir allerdings wieder eine Hauptplatine. Platine, die schon ein bisschen... wo wir ein bisschen basteln müssten. Verbesserter Motor... hat auch eine höhere Geschwindigkeit, Kraftstoffkapazität, Gewichtsreduzierung. Dafür bräuchten wir 4 Transformatoren und Polymer und einen Motor, den man einfach irgendwo abbastelt. Wir können ja mal gucken, was unsere Kisten noch so hergeben. Ein Transformator. Wir haben nicht mehr so viel... Ah, wir sind relativ out of. Also fertig haben wir nichts. Schauen wir doch mal rein. Hier ist auch noch der Gefrierschrank. Oh, den brauchen wir unbedingt. Wir brauchen unbedingt den Gefrierschrank. 5 Helium und... Der hat Priorität. Ohne Witz. 5 Helium, 2 Polymer. So.
Polymer. Ich glaube, schauen wir mal, ob uns das passt. Ah, ein Gefrierschrank, echt viel. Ach, synthetische und Pflanzenöl. Okay. Da weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob wir da noch viel haben, ob wir da überhaupt noch was haben. Ansonsten könnten wir es auch so machen, dass wir das dann doch leider auf später verlegen, in eine andere, spätere Folge und ich sozusagen so mal eine Solo-Farm-Runde mache und dann hole ich euch wieder dazu zum Bauen. Also wir haben hier noch 5 Pflanzenöl. Ich schaue mal gerade, ob das geändert worden ist. Nee, also das Licht geht immer noch aus, wenn man an die Kisten geht. Das finde ich extrem nervig. Ist leider immer noch drinne im Game. Okay. Dann schauen wir auch ein bisschen, dass die, dass unsere Stats nicht zu weit runtergehen. Wir könnten uns eine ganz kleine Runde aufs Ohr legen. So ein kleines Powernap machen für die Produktivität. Ja, so das reicht ja schon. Ganz schön stürmisch draußen. Es wird auch hier langsam Herbst in Forever Skies. So, ich weiß gar nicht genau. Moment, wie viel haben wir jetzt? 2. Huch. Ah, Tintenknolle. Und der ist halt auch immer noch offen. Müssen wir uns mal merken. Grüner Kolander. Ich versuche es mir zu merken, dass wir Grünkolander brauchen für die Mediumflasche. Ist recht wichtig. Printing completed. Und wir werden uns dann in Zukunft auf jeden Fall auch 2 von den Fabricatoren hinstellen, damit das ein bisschen schneller geht. Und dann würde ich eigentlich heute gerne nochmal versuchen, nach unten anzubauen. Einfach nochmal gucken, wie das funktioniert. So, Moment, schauen wir nochmal. Gefrierschrank! Ja, da, wir haben schon zu viel. Juhu! Gefrierschrank, Gefrierschrank, Gefrierschrank. Da holen wir uns einen Gefrierbrand. Da können wir dann endlich auch den, also so ein paar Pflanzen lagern, ne? Dann, also, weil wenn wir den vorher schon gehabt hätten, dann hätten wir jetzt Grünkolander am Start. So, vielleicht können wir nebenbei nochmal unseren Insekten Köder absenken, um ein bisschen Essen zu kriegen. Ganz schön stürmisch. Printing completed. So ein verbesserter Fabricator, der so ein bisschen mehr raushaut, wäre auch ganz nett. Und wir stellen das erstmal hier hinten in die Ecke. Nice. Sieht aus wie ein großer Drucker irgendwie. Aber sogar mit kleiner Animation, das ist ja nett. Das gefällt mir. Heute gibt's gesunden Salat. Oh, und der Köder ist alle. Schade. Wir könnten uns noch mal gerade einen bauen und dann noch mal was durchkochen und das dann mal in den Gefrierschrank stecken
Und dann mal schauen, wie lange das da drinne hält. Und ob das geht. Das wäre ja auch ganz nett. Okay, so, dann gucken wir mal in der Zwischenzeit. Och, geil. Schaut mal. Nee, ich wollte eigentlich nicht. Obwohl hier, wir sind ja jetzt gerade hier. Okay, gedrückt halten. So. Wir nehmen das mal raus. Ich weiß nicht, ob er hier an Glas rankommt, aber wir können es ja einfach mal probieren. Sieht aber nicht so aus. Oh doch! Nein. Nee. Eher nicht. Kommst du denn hier hinten an Kupfer? Oh, Batterieladung ist nur noch bei 10%. Das ist nicht mehr viel, dann nehmen wir noch schnell synthetische. Dann soll er lieber nochmal schnell was machen, was was bringt, mit seinen 10%. Damit sich das noch ein bisschen lohnt. So. Und dann ein paar Proteine. Ja, also das Ding ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz raus auf die Station, denn ich glaube, hier ist auch schon Zeug nachgespawnt. Die finde ich echt wirklich sehr, sehr geil. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder ein bisschen Plastikmüll. Wir looten einmal ganz fix durch. Die leckere Motte ist auch ready. Ich habe mich gerade gewundert, wo der Strahl hin ist. Ich dachte gerade, da haben sie irgendwas geändert. Das sah echt seltsam aus. Ich weiß gar nicht genau, warum. Oh nein, mein Inventar ist voll. Oh, das ist nicht gut. Ah, wir haben eine Datenkarte. Bernsteinfarbenes Lagerregal. Cool. Oh, ich freue mich immer. Ah, das haben wir schon. Schade, dass es kein neues ist. Ja, Mensch. Ich gehe aber auch wieder vollgepackt hier los, ne? Oh, das war doch ein bisschen hoch. Das ging in die Knie. Und dann müssen wir mal ganz schnell ein bisschen Zeug rausschmeißen. So, die schönen synthetischen kommen hier hin. Hier packen wir noch ein bisschen Metall rein. So. Ah, hier sind ja sogar noch Polymer. Oh nein. Okay. Fünf Helium sind noch da. Eine leere Flasche. Pflanzenharz. So. Helium kommt wieder hier vorne rein. Pflanzenöl schmeiße ich mal dazu. Und dann sieht das doch ganz gut aus. So, wir haben jetzt unsere gekochte Staubmatte. Die würde jetzt hier im Inventar einen Tag 23 Stunden halten. Das geht.
Also es ist wirklich permanent haltbar. Cool. Es läuft gar kein Timer mehr ab. Ja, sehr geil. Sehr cool. Also davon werden wir uns noch ein paar mehr bauen, glaube ich. Ja, also 9 Plätze werden relativ schnell belegt sein. Wahrscheinlich würde nur ein Transformator gerade fehlen. Dann könnten wir uns auch noch einen zweiten bauen. Okay, so wir machen erstmal mit der Loot-Aktion weiter. Es ist ein herrlicher Tag in Forever Skies. Ich hoffe, die Batterie ist nicht da. Unser Anzug ist ein bisschen hilfreich bei Kälte und Regen. Da ist unser schönes Schiffchen. Ich bin gespannt, ob das gut klappt mit dem nach unten ranbauen. So. Ah, Flicken. Gratis Kraftstoff finde ich auch immer sehr, sehr geil. Auch wenn das nur synthetischer ist, macht nichts. Ich wünschte, das würde ich auch mal für mein Auto finden. Vor allen Dingen bei den Benzinpreisen. Okay. Wir sind inzwischen schon recht wagemutig geworden. Was haben wir? Oh, eine Sonnenmelone. Wir brauchen doch Kolander. Aber beim Springen, wie sind wir echt so ein richtiger Klops? Wie war das nochmal? Hier kam man von oben rein. Ach komm, Schatzilein, das ist so dieses kleine, der kleine Busch hier. Also, na geht doch. Ich habe nichts gesagt. Okay, wir nehmen den anderen Weg, den leichteren. Wir schieben das einfach mal auf unseren Anzug. Nanu, aber komm. So, ist hier noch ein bisschen was Neues? Nur ganz bisschen. Nicht wirklich viel, hat sich nicht wirklich gelohnt. Okay. Gut, dann geht's zurück. Ja, und wir stehen ja so quasi schon perfekt in der Luft. Und dann bauen wir jetzt einfach mal nach unten und schauen mal, ob das funktioniert. So. Vielleicht gönnen wir uns einfach mal einen Isotrink. Und die Sonnenmelone, die schmeißen wir jetzt in unser schönes Gefrierfach. In unserem Gefrierschrank. Ja, perfekt. Super. Super, super, das ist schön. Und da unten ist das Lagerregal. Das hat so ein bisschen S-Form. Sieht auch nice aus. So, jetzt wird's spannend. Okay.
Den laden wir noch mal ganz kurz auf. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir nach unten möchten. Wir haben ja hier schon unseren Aufgang nach oben. Ich muss ganz ehrlich sagen, was so die Innengestaltung angeht, wo man was hinsetzt, da bin ich so generell noch nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben ja auch inzwischen, also aktuell haben wir gerade kaum eigentlich Platz. Es sollte eigentlich irgendwie mittig sein. Aber hier ist ja blöd, hier geht man quasi durch. Ist auch alles vollgebaut. Entweder man nimmt das dahinter. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dass man den direkt dahinter nimmt. Okay, das heißt, wir müssten jetzt ein bisschen umbauen. Epoxid, wir bauen uns hier mal eine große Lagerkiste. Die haben wir auch noch nicht ausprobiert. So, Moment, wie sah das Epoxid aus? Denn die kleinen sind nicht so geil. Mit den neuen Plätzen. Schauen wir mal, was in eine große reinpasst. Und dann setzen wir die erstmal, ich denke mal, hier hinten hin. Da tüftelt er sich wieder einen zurecht, ne? Wir bauen uns, glaube ich, gleich erstmal noch einen Fabricator. Das dauert mir ein bisschen zu lange. Printing completed. So. Ich mag den Look. Oh ja. Now we're talking. 25. Ja, 25 Plätze, ne? So. Das gefällt mir. Wir bauen gleich noch eine. Und dann räumen wir hier hinten schon mal um. Tja, im Prinzip schmeißen wir da jetzt einfach alles rein. Die nicht, weil vielleicht bauen wir da noch ein bisschen. So. Ja, das schmeißen wir jetzt auch gerade einmal mit rein. Wobei, nein, machen wir nicht. Machen wir gleich in die zweite Kiste, die kommt. Da schmeißen wir dann einfach die synthetischen und die Baumaterialien vielleicht erstmal rein. So, dann kann die schon mal weg. Printing completed. Die tackern wir erstmal hier vorne hin, so als kleinen Platzhalter. Okay, und wir haben die nächste schöne große Kiste. Die schmeißen wir jetzt daneben. Und hier kommt erstmal das Metall rein und die synthetischen und dann vielleicht noch Glas oder so. Das ist ganz gut. Das heißt, das hier switchen wir und das hier kommt hier mit rein. Was bräuchten wir nochmal? Epoxid haben wir noch, also Metall und synthetische. So, genau, die war auch schon leer. Keine Ahnung, ob wir die gleich noch brauchen vom Platz her. Oh, schön, weg mit diesen Kisten. Oh, ich weiß nicht, diese kleinen Kisten, die haben mich schon, die fand ich schon ein bisschen
So, wir schmeißen die schmeißen wir nach nebenan. So, die sind leider nicht stackbar. Und dann haben wir, naja, das hier muss vielleicht auch noch weg. Und die nehmen wir auch einfach noch. Richtig schön. Och, die großen Kisten sind echt, echt ein Segen. Okay. Wobei, hier brauchen wir ja jetzt ein bisschen, ne? So. Oh. Wir haben ein Loch im Boden. So. Was fehlt? Ein bisschen Plastikmüll. Das hier räume ich nämlich auch noch mal gerade auf. So. Wie kann ich die denn jetzt nach unten kriegen? Die Leiter kann ich rotieren. Nein, ich komme da nicht dran. Der. Das müsste ich dann von unten irgendwie ranbauen. Anscheinend. Also es klappt so nicht, leider. Das ist definitiv zu weit weg. Cool, es sieht gerade fast ein bisschen aus wie Aurora Borealis da unten mit dem Staub. Ja, dann müssen wir mal schauen, dass wir den Vogel hier über die Plattform kriegen. Okay, so, wir fahren das ein. Und dann einmal ungefähr einen 90-Grad-Schwenk nach rechts. So, das müsste schon passen. Es wird halt angezeigt, wie weit man. Wir schauen einfach mal. So. Das Schöne ist halt echt, dass man die Sachen so unproblematisch wirklich an und au also ran und abbauen kann. Das ist super. Ah, oh, das sieht doch ganz gut aus. Gar nicht so schlecht geklappt. Okay, Leiterraum. Keine. Wie? Keine Verbindung zum Luftschiff. Aber hä, das Luftschiff ist doch. Hä? Das Luftschiff ist doch da drüber. Muss ich erst einen ganz normalen Raum daneben setzen? Dann. Dann muss einmal der Fabricator hier weg. Wir müssen das einmal wegnehmen. Und dann jetzt quasi einen normalen Raum. Das verstehe ich nicht. Okay. Braucht man da noch irgendwas anderes? Irgendeine Luke oder so?
Das sieht schlecht aus. Ich weiß leider nicht, warum es nicht funktioniert. Oder kann man wirklich nur nach oben bauen? Jetzt bin ich gerade echt so ein bisschen überfragt. Also wir bauen einfach mal hier einen an. Oh Mann, das ist immer so haarig. Kein Pfad zum Zugang. Aber hier geht's. Hey, hier geht's. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass das da drüber ein Leiterraum ist. Dann müsste der. Aber dann müsste der doch eigentlich hier ranpassen. Nee. Nee, ich muss anders denken. Ich müsste dann quasi. Wobei, hier ist ja einer. Hä, warum ging das denn da jetzt an der Außenseite, aber hier drinnen geht... Aber, So, Moment, also wir wiederholen das nochmal. Also, wir haben quasi hier einen normalen Raum rangesetzt. Ganz normaler Raum. Und dann kann der Leiterraum unten ran. Ob wir mogeln können? Also ich verstehe jetzt nicht so ganz, weil hier der Raum nach unten fehlt. Jetzt geht es. Ja. Okay, also geht das da... Nicht. Es würde aber quasi so gehen. Schauen wir uns das doch mal an von oben. Und das hier nehmen wir auf jeden Fall ab, weil das passt definitiv nicht. Das ist da irgendwie reingeklatscht. Und außerdem am Rand, da ist das auch nicht so schön. Ah, geil, da ist eine automatische Decke drauf. Oh, das ist cool. Okay, das gefällt mir. Das finde ich richtig gut. Dann machen wir hier wieder dicht. Wir könnten den auch rein theoretisch hier hinsetzen, wobei zwei Leitern hintereinander... Ist vielleicht auch ein bisschen viel. Wieso hebt er das nicht auf? Ist das kaputt? Huch, was ist jetzt mit dir los? Irgendwie ist das jetzt... Ich weiß nicht genau... Moment. Seltsam, was ist denn damit los? Es wird aber irgendwie auch nichts angezeigt. Ich hole mal einen Flicken. Vielleicht ist das einfach kaputt. Nee, Flicken habe ich hier schon. Aber okay, egal. Okay. Nee. Okay, was habe ich denn jetzt gerade hier gemacht? Ich
Ich habe 100 Metalle und 65. Das ist ein Bug. Ich kann hier endlos farmen. Ich habe einen Bug A storm und is wir coming. kriegen Mats. Was ist jetzt los? Warum ist es jetzt rot? Was geht hier vor sich? Ich kann es irgendwie nicht mehr anvisieren. Oh nein, ich will das da nicht stehen haben. Nicht genügend Platz im Inventar. Oh nein. Oh, ich glaube, wir haben aus Versehen eine Turbine abgemacht. Sehe ich gerade. Da am Rand wahrscheinlich. Was ist? Das muss irgendwie echt ein Bug sein. Ich habe keine Ahnung. Okay. Endlose Farmerei. Ist aber so, fühlt sich so ein bisschen gecheatet an. Ich höre auf. So, was haben wir jetzt hier abgemacht? Alles sehr gut. Das Ding hebe ich erstmal. Kann ich nicht aufheben. Ist doch gar nichts. Also irgendwie wird es jetzt immer spannender. Okay, das hier verschwindet zum Glück. Das wird hier immer skurriler. So. Erstmal mache ich hier wieder zu. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Dann muss ja im Prinzip. Wo sah. Was? So, die muss, glaube ich, so dran gesessen haben. Okay. Ja, wir können nur hoffen, dass das hier irgendwie beim neuen Spielladen dann behoben ist, vielleicht. Das wäre schon ganz cool. Und dann würde ich sagen, so, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einmal hier nach unten gehen. Oh ja, sehr cool. Ja, nice. Und dann bauen wir jetzt hier einfach weiter. Ach schön, jetzt können wir auch gerade ganz bequem hier rein und raus gehen. Und dann können wir uns überlegen, okay, wie groß soll das werden? Es soll, glaube ich, optisch nicht über das Cockpit gehen. Das heißt, nein, das war verkehrt. Einfach nur normale Räume. Genau, also das soll schon auf jeden Fall, das Cockpit soll schon weiter vorstehen. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie viel hier hinten rankommt. Wie viel hier gewichtstechnisch noch ran kann. Das ist doch schon mal ganz cool. Wo sind wir denn? Bei 1,6 von 1,8. Okay. Ja, unser kleiner fliegender Kasten.
Ich würde mir das gerne einmal von weiter weg angucken, damit man das besser beurteilt. Oh, buh. Ich sehe gerade schon, wir sind schon wieder so aufs Bauen konzentriert und die. Ja, na, wir gehen mal kurz was essen. Das muss nicht sein. So, wir haben noch hier noch eine alte Konserve rumfliegen, oder? Genau. Nee, brauchen wir nicht. Ach, wir werden eh noch welche finden. Kommt, wir gönnen uns einfach unsere Vorräte jetzt. Da müssen wir nicht so viel umsortieren. Alles, was wir jetzt verbrauchen, müssen wir nicht umsortieren. Dann gehen wir lieber nochmal schauen, wie es aussieht. Kaum ist man von Bord, ist die Angel fertig. So, das ist vorne. Ja, ist ein kleines Kästchen, ne? Finde ich aber jetzt gar nicht so schlecht. Also finde ich immer noch besser als ein so ein Riesenkasten. Wir könnten vielleicht. Hinten noch ein bisschen rausbauen. Also entweder wir. Also ein bisschen größer kann eigentlich noch, finde ich. Wir brauchen ja auch ein bisschen Platz. So. Über uns ist jetzt das eine Glas hier. Und dann möchte ich jetzt als letzte Schandtat am liebsten das Geländer wegmachen, aber es geht nicht. Ich möchte noch mal eine Sache ausprobieren. Optisch. Quatsch. Mensch, was gehe ich? Ich muss doch zum Reiskocher. So, ein bisschen Wasser. Ab geht die Motte. Und wir brauchen Glas. Wir werden damit wahrscheinlich nicht weit kommen. Aber ich würde gerne mal ausprobieren, wie das wäre. Wir machen es mal nach vorne. Ich will noch mal probieren. Das wird jetzt, ich habe ja gesagt, es geht nicht vors Cockpit. Es geht jetzt vors Cockpit und es gefällt mir auch nicht. Nee. Das mache ich mal wieder weg. So. So ist das ganz vielleicht ganz gut. So, und jetzt nehmen wir uns hier diese Ecke. Und ich wollte mal schauen, ob man auch so komplett im Kreis rumbauen kann. Oh nein, wir haben nicht genügend Ressourcen. Oh nein, wir brauchen Glas. Oh nein. Oh, dieses Glas. Wir probieren das aber trotzdem aus. Ich nehme das hier einmal kurz weg. Nur um zu checken, ob das geht. Kann man hier auch einfach runterfallen, damit es schneller geht? Ich glaube nicht. Ja, das geht. Cool. Das ist auch geil. Das ist ja auch nice. Das wäre vielleicht auch vor dem Cockpit okay.
Das finde ich echt, das finde ich schön. Gestorben beim Luftschiff angucken. Ja, kann man natürlich überlegen, ob man das nach hinten raus macht. Oder sogar vielleicht zur Seite oder auch nach vorne. Da müsste man jetzt ein größeres Bild haben. Ich finde es gerade voll schade, dass man nicht irgendwie in so eine weitere Distanz gehen kann, um sich das besser anzugucken. Okay, aber das werden wir auf jeden Fall machen. Irgendwo werden wir diese Glasecke ransetzen. Wenn ihr Ideen habt, ob nach vorne, hinten oder zur Seite raus, dann schreibt mir das einfach mal, was so euer Geschmack wäre. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön. Ja. Okay. So, eigentlich wollte ich sagen, okay, das wird jetzt die letzte Folge erstmal in dieser Staffel und wir warten dann auf ein größeres Update, um dann weiterzumachen. Ich kann halt das alleine sozusagen, könnte ich alleine weiterbauen oder zu Ende bauen. Und dann fangen wir sozusagen mit Season 2 an, wenn das nächste größere Update rauskommt. Und am Anfang mache ich quasi so eine kleine Schiffsvorstellung und was ich dann letztendlich draus gebaut habe. Oder wir machen halt noch ein bisschen gemütliche Baufolgen weiter und ich farme dann alleine, dass ich mal ein bisschen Glas ran schaffe und wir dann sozusagen noch ein bisschen mehr am Stück einfach bauen können. Ja, ich meine, so synthetische geht ja jetzt eigentlich recht gut. Das ist nicht so das Problem. Genau, könnt ihr mal einfach schreiben, worauf ihr Bock habt. Und ansonsten mache ich das einfach so, wenn jetzt, ich sehe ja auch, wie das Video sozusagen performt und wenn jetzt hier keiner mehr zuguckt oder nicht mehr viele. Und man merkt, okay, das flaut jetzt echt richtig ab. Dann machen wir eine Pause zu Season 2. Und wenn ihr noch Bock habt, ich muss ja auch ein bisschen, wie gesagt, auf eure Resonanz gucken. Wenn ihr noch Bock habt, dann lasst es mich wissen und dann geht's noch ein bisschen weiter. Okay, bis dahin, hau rein, lass es dir gut gehen und tüdelü.